Ja, ich begrüße Sie recht herzlich, meine hochverehrten Damen und Herren. In Köln haben wir natürlich nicht viel zu lachen. Deswegen begrüße ich Sie auch im Jahre 1 nach Untergang des ersten FC Köln. Ja, so ja, die katholische Kirche hat den Verein im Stich gelassen. Kardinal Meissner, das Eigentor Jottes, sag ich mal, ja. Der hat den Verein jeden Samstag vorm Spiel gesegnet, von Ove bis Unge. Nur der Föß hätte vergessen. Ja, ja. Aber die zweite Katastrophe kommt über Köln. Der eben erwähnte Kardinal Meissner hat seinen Rücktritt eingereicht. Jawohl, ich habe schon gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, der Meissner geht, es wird auch Zeit. Ne? Ja. Es wird wieder alles lockerer, meine Damen und Herren, das Beichten alleine. Ne? Das sechste Gebot, meine Herren, wird aufgelockert. Ne? Den Seitensprung brauchen Sie nur noch zu beichten, wenn die Frau Ihnen nicht gefallen hat. Ne? Ja. Ja, aber ansonsten ist es wie überall, meine Damen und Herren, die können einfach nicht loslassen, ne? Die Kardinäle sind ja uralt. Ist das nicht so? Der Meissner ist jetzt 80. Mit 80 hast du im Vatikan Anspruch auf eine Kita-Stelle, ne? Ja. Hey. Ansonsten hörst du nur in der katholischen Kirche Messe auf Latein. Immer nur Latein. Ich war vorige Woche im Dom. Der hätte eine halbe Stunde Latein geschwart. Dann hat der wahrscheinlich nichts mit Rob. Dann hätte der plötzlich der Boss von anderen Lück für gelesen. Ich weiß von der Korinthos und Kolosser, ne? Ja, ich kann die Athleten ja nicht, ne? Ich sag, kriegen Sie eigentlich kein Possus Nippes oder Ehrenfeld oder was? Ne? Ja. Ja. Vielleicht läuft ja hier auch ein junger Mann rum, der aus einem immer Wasser eine Kröver nackt auszaubern kann. Da weiß doch keiner. Aber sie blieben allzu lang im Sattel. Nehmen Sie nur die andere Sparte, die Deutschlands Schlagersänger. Die sind all zwischen 86. Ja, tun Sie gucken, dann hören Sie ab, dann machen Sie wieder Come Back, ne? Ja. Ja, ein bisschen Englisch müssen Sie schon mitbringen, wenn ich hier hinkomme, ne? Ja. Ne? Ich sag, das ist doch keine Comeback, das ist eine musikalische Graböffnung, was die machen. Ja, Sie kennen die doch, nehmen Sie doch nur dem Herr Jotzinger Verwandten, der Schäsche, der Karl J. Ja, hören Sie, wer mit 67 noch hinter der Biene Maya herjammert, der ist aber schon dreimal von dem Tier gestochen worden. Hey. Die kommen all wieder Geld verdienen. Die Jakobs-Sisters als Rollator-Sisters, ne? Betreutes Jodeln im Cookie-Dent-Stübchen, ne? Ja, die wollen all noch Geld verdienen. Oder wie heißt der Sänger hier, der Enzian Caruso aus Münze-Eifel, ne? Der Heino. Der Heino hätte sich ein Prostata-Schade in CD gemacht, ne? Etwas brennt in mir, singt er jetzt, ja. Nein, das ist ja nicht nur bei uns, sondern wir sind im Ausland. Spanien, da hätte doch der Arle Bütz mit Jerusalem, der Julius Igelshaas, oder wie der heißt, ne? Ja, der hätte mit 69 noch uns geheiratet. Jetzt wollte er sich, wie die Promis das machen, ein bisschen frisch machen lassen. Jetzt haben die dem irrtümlich statt Botox Bofrost in das Gesicht gespritzt. Jetzt hätte er Glattis auf der Backe. Und für den Rasieren muss der zweimal streuen, sag ich. Ja. Der ist ja noch zu top, hören Sie. Der Schlimmste ist ja für mich das griechische Junge, hier sehe ich, der Costa Cordalis. Tun Sie mir nicht gefallen. Der hätte ja im Fernsehen selber gesagt, er hätte sich aus Verjüngungsgründen das eigene Gesäßfett in das Gesäß spritzen lassen. Das eigene Gesäßfett, ne? Jetzt weißt du, wo der Ausdruck dann Arsch gesehen ist, Herr Güter, ja. Ja.
Da ziehen wir dann Prominente, ne? Die wollen dann für uns Jugendvorbilder sein. Jetzt anders haben wir ja nicht. Oder können Sie in Berlin einen Politiker, der Vorbild ist? Der Einzige, der das noch auf der Reihe kriegt, ist der Helmut Schmidt. Ne? Der hat ja einen geregelten Tagesablauf, der wird ja um 6 Uhr hier weg von seinem Rauchmelder. Ne? Und dann, ja, der quatscht ja nachts durch. Ne? Elektrozigarette, Nachtstrom ist ja billiger. Ne? Aber, ja, ne? Und dann haben sie die anderen, ich meine, wenn du da süß bist, die da rumlaufen im Bundestag, meine Damen, sind sie mir nicht böse, aber die Politikerinnen, ne? Wie ich es, also wie das erste Mal der Heilige Rock von Trier gesehen habe. Da war mir klar, der Herjot und der Angela Merkel müssen dasselbe Schneider gehabt haben, ne? Ja. Nee, nee. Die hängt ja in dem Thrombosejäckchen wie eine Zeppelin in der Waschanlage, sag ich immer. Aber da darf man ja nichts drüber sagen über die Frau Merkel. Die ist ja göttlich, meine Damen und Herren. Ja, schlüpfen die noch ins Schwangerweht, dann bauen sie in Bethlehem den neuen Stall, hör uns. Ja, ja. Aber der schlimmste Fool da im Bundestag ist für mich der Tröne, der Bundespecial Claudia Roth, ne? Wie hat diese Frau eigentlich die Endkontrolle der Schöpfung umgehen können? Nur am Keife Theater am Machen, am Schengel, ne? Ich löf die letztlich abends die Tränensäcke nachfüllen, damit sie nachts durchknatschen kann. Was hätte das Theater gemacht? Der Organspendeskandal hätte ja nichts mehr zu tun. Meine Damen und Herren, die größten Organspender der Menschheitsgeschichte sind wir Männer. In der Bibel steht bereits geschrieben, die Frau wurde der Rippe des Mannes entnommen. Wenn ich mir allerdings vorstelle, dass aus meiner Rippe Renate Künast entstanden hätte sein können, da spende ich aber lieber mein komplette Foot als zweites sehe ich an der Costa Cordalis. Das sage ich aber. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, eins steht ja fest, es kann uns in Köln im Rheinland passieren, was will man anders fast erlauben. Wir machen das Ventil ab und das machen sie heute im schönen Ports unter der Leitung von meinem lieben Freund Knacki. Und ich würde sagen, der Schutzmann ist kein Fabeltier, das ist ein Mensch wie du, wie ich. Wir machen Flachs, haben jeden Pläsier, ansonsten tun wir brav uns Pflicht. Ich noch einen schönen Abend, Ihre Gölsche Schutzmann.